Leute, schon mal einen Smashed Chicken Burger gesehen? Guckt euch an, wie geil das Ding aussieht. Ich zeige euch, wie es läuft. Ich habe mir erstmal ein Stück von der roten Paprika genommen. Da schneide ich mir jetzt kleine Würfel von. Wenn ich damit durch bin, packe ich das Ganze zur Seite in eine separate Schüssel und nehme hier zwei Frühlingszwiebeln, zwei Stränge davon. Die schneide ich ebenfalls in kleine Stücke. Wenn ich damit durch bin, packe ich das auch beiseite. Jetzt nehme ich mir eine Hähnchenbrust. Die klopfe ich erstmal so ein bisschen flach. Anschließend wird die in Tranchen geschnitten. Dann nochmal quer geschnitten, dass ich so ganz kleine Stücke habe. Und anschließend werden die noch so ein ganz klein bisschen gehackt, dass wir eine hackfleischähnliche Konsistenz haben. Jetzt packe ich das Ganze zu meinen Frühlingszwiebeln und zu meinen Paprika, baller ein bisschen Pfeffer oben drauf und noch ein bisschen Salz. Und dann wird das Ganze erstmal gut durchgemischt, bis es so aussieht. Und dann forme ich mir wie bei einem normalen Smash Beef Burger auch einfach ganz kleine Kugeln, wie ihr hier sehen könnt. Die stelle ich jetzt erst nochmal kurz in den Kühlschrank. Jetzt geht's weiter. Hier haben wir das Brioche-Brötchen. Das schneide ich erstmal auf. Die Brötchen sind von der Bäckerei. Sehr, sehr lecker. So sieht's angetoastet aus und weiter geht's. Hier haben wir also meinen Smash Chicken Patty. Das wird ganz normal gesmashed, auch mit ein bisschen Backpapier, mit meinem Smasher ganz normal. Und dann von jeder Seite so 2 Minuten, würde ich sagen, ist relativ dünn geworden. Ich habe eben leider den Knoblauch vergessen, ist mir aber zu spät eingefallen. Also baller ich jetzt ein bisschen Knoblauch drauf. Der Beschwerer kurz und guckt euch an, wie geil das Ding nach dem ersten Wenden aussieht. Hätte ich nicht gedacht. Ich mache das Ding auch zum ersten Mal. 2 Scheiben Cheddar drauf, ganz klein bisschen Wasser in die Pfanne, dass der geiler schmilzt. Und jetzt geht's ans Belegen. Hier habe ich eine selbstgemachte Guacamole, die kommt unten drauf. Hier haben wir schon mein Chicken Patty mit dem Cheddar für die Schärfe, noch ein bisschen Sriracha-Soße oben drauf. Und dann können wir den herrlichen Chicken Smash Burger schon zumachen. So sieht das Ding aus, also er war super lecker. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass es so geil klappt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der eine oder andere hat jetzt Bock auf so einen Smash Chicken Burger. Haut rein, bis dann, peace out.